Herzlich willkommen zurück zu Rom 2 Total War Hannibal vor den Toren. Hier ist wieder Fabi. Und wir stehen jetzt hier mit unseren Brüdern von Baal vor Katuba und greifen jetzt die Stadt hier an. Unsere Armee hat ziemlich gelitten in der letzten Schlacht, weil unsere Elefanten plötzlich Amok gelaufen sind. Und ja. Ich würde sagen, die machen wir auch nochmal selber hier die Schlacht. Das ist ja nichts weiter. Wir haben zwei Ballisten dabei. Das reicht, um die Stadt zu stürmen. Unsere Infanterie ist ja noch soweit eigentlich fit. Und auch die Petasten hier, die können wir eigentlich auch mal als Nahkämpfer einsetzen. Dafür sind sie eigentlich auch nicht so schlecht geeignet. Also deswegen habe ich die eigentlich ganz gerne hier, diese Petasten, weil die halt auch mal im Nahkampf zur Not mitkämpfen können. Im Gegensatz zu diesen anderen Plänkern. Nein, die blöden Leitern, die lassen wir gleich mal. Ich überlege gerade, von wo ich angreife. Ich glaube, hier ist nicht mal so schlecht. Hier ist eigentlich ganz gut. Ich muss aber noch mal die Leitern nehmen, denn die stehen mir hier zu sehr im Weg rum. Nimm mal die Leitern und stell sie da hinten hin. So, das ist unsere Infanterie, okay. Zumindest das, was noch davon übrig ist. Das sind unsere Petasten. Na, ich möchte schon den brennenden Schuss. Euch möchte ich eigentlich gar nicht weiter einsetzen. Die Kavallerie. Ja, auch unter dem äußersten Notfall. Wichtig sind die hier. Denn die müssen uns den Weg in die Stadt bahnen. Autofeuer aus. Ich will bestimmen, wo er hinschießt. Jetzt haben wir eigentlich nur noch unsere Elefanten. So. Dann legen wir mal los. Mal gucken, was Hannibal sagt. Das ist ja gar nicht Hannibal. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay. Macht alles dem Erdboden gleich. Ich werde mich bemühen. Schieß auf die Vormauer, du schießt auf den Turm. Der an der Mauer macht 20% Schaden, der am Turm macht 9% Schaden. Jetzt hat er gar nicht getroffen. Oh, geil. Der schießt nur an dem blöden Turm vorbei. Ich krieg die Krise. Und was ist denn so schwer, die Mauer zu treffen? Turm ist erst bei 28%, aber den muss ich kaputt kriegen, denn sonst habe ich hier ein Problem, wenn ich stürmen will. Dann beschießt mich dieser Turm, meine Infanterie ist eh schon angeschlagen. Oh, jetzt sag bitte, dass die Munition reicht diesmal. Okay, 80% Schaden. 85% Schaden, das sieht gut aus. 90%. 94%. Sieht gut aus. Wir haben noch gut Munition in den Ballisten. Die Mauern sind So, die durchbrochen. Mauer ist hin. So, den Turm haben wir aber noch nicht. Schieß mal mit auf den Turm. Ja, wieder nicht getroffen. Wo bleibt die nächste Salve? Auch wieder nicht getroffen. Na, endlich. So, der Turm ist Matsch.
Ballisten, dass wir mal da stehen. Ich denke nicht, dass uns jetzt irgendwie die feindliche Verstärkung in den Rücken fallen wird. Halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Oder aber doch. Es kommt denn da Adelsspeerkämpfer und die Schwertkämpfer kommen da von der Seite. Ha. Es gibt einen Siegpunkt. Eigentlich recht wenig für so eine Hauptstadt. So, wir ziehen die Elefanten gleich mit vor. Denn die sind ja sozusagen unser Trumpf. Ihr macht eine eigene Gruppe. So, ihr geht jetzt da rein und dann wird gemetzelt. Ihr geht mit. Die Elefanten ziehe ich mal hier jetzt an der Flanke vorbei, weil die würden ja sonst auf mich schießen. Genau. Schießt lieber mal auf die Infanterie. Nicht auf meine Elefanten. Das ist nämlich nicht lustig, dass die wieder Amok laufen und meine eigene Truppe niedermachen. So, jetzt gehen wir hier rein. So, die Petasten kommen auch. So, mach die Plänker weg. Ja, Plänker haben halt keine Chance gegen mich. Ja, gut, meine Plänker ziehen denen ja Fokusfeuer auf sich. Die haben hübschen Moral-Down jetzt gerade. Ich muss zu dem Tor vorkommen und muss das Tor neutralisieren. Dann kann ich meine Elefanten reinschicken. Dann muss ich halt meine Petasten irgendwie Richtung Tor schicken. Oh, was kommt denn hier? Iberische Schwertkämpfer. Keine gute Idee, gegen die zu kämpfen. Elefanten, geht mal mit rein. Ja, die Adelsspeerkämpfer sind einfach zu heftig. Das ist das Problem. Wir fallen da zurück, wenn wir nicht aufpassen. Moment, Petasten. Geht in den Nahkampf. Ihr kriegt jetzt immerhin Unterstützung durch die Elefanten. Also geht das. Ja, die fallen jetzt. Unser General wird angegriffen. Ja, der Fakturm schießt auf meine Elefanten. Vergiss es. Komm, ihr blöden Iberer, gebt auf. Ihr müsst hier zum Tor. Ah, wenn die dieses Tor nicht neutralisieren, habe ich echt ein Problem.
getrampelt. Kommt ihr blöden Petasten hier hin. Es ist so viel verlangt von so ein paar blöden Petasten, dass ihr da jetzt euch da hinstellt ans Tor. Nein, da stirbt der erste Elefant. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Raus da, Jungs. Raus, raus, raus. Die Elefanten rasen. Scheiß Elefanten. Weil die einfach nicht da dran vorbeimarschieren. Da kriegt man echt das Kotzen bei sowas. Da krieg ich echt das Kotzen. Bei sowas krieg ich sowas von das Kotzen. Die Elefanten haben sich wieder. Jetzt ist halt von der Armee so gut wie nichts mehr übrig. Das ist total assig, echt. Das Rom ist so verbaut in den Schlachten manchmal. Ihr habt es ja gesehen, ich habe da 50 Mal einen Bewegungsbefehl gesetzt und die sind halt nie an denen vorbeimarschiert. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt können wir hier die Elefanten wieder reinholen, weil jetzt haben wir gleich das Tor gecached. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schreck. Hört ihr mal auf hier. So, wo hat denn der jetzt noch Truppen versteckt, der Arsch? Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich noch an Einheiten habe. Eigentlich nichts mehr. Ich habe noch einen Petasten, einen Hopliten. Ne, zwei Hopliten, juhu. Die Kavallerie muss mal mit reinkommen jetzt. Was wird... Das ist eine Scheiße, ey. Nur weil die Schlacht so verbaut war. Wir haben einen Turm eingenommen. Ja toll, wenn ich jetzt wüsste, wo seine restlichen Einheiten stehen. Wahrscheinlich am Siegpunkt. Ich habe da noch so eine Einheit Plänker, die geht auch mal noch mit rein. Viel ist nicht mehr übrig von meiner Truppe, das ist Fakt. Sechs Elefanten sind noch übrig von den neun. Der Rest liegt hier. So, wie viele Reiter sind denn das noch? 60 Mann etwa. Aber das ist halt ärgerlich durch so eine total verbaute Kacke, dass man hier so viele Einheiten verliert. So, jetzt müssen wir hier irgendwie gucken, dass wir den Siegpunkt erreichen.
Wenn ich halt schon mal sehen würde, wo sie stehen, da wäre ich schon mal einen Schritt weiter. Ja, dann ist wieder irgendwie jetzt gerade dieser ganze Part, ja, eine Schlacht, weil das mal wieder total verbaut war, echt. Da könnte ich mich mal so aufregen über Rom 2. Wo steht er denn jetzt? Da hinten, oder? Nee. Ich sehe immer noch nichts. Hopliten! Naja, die Hopliten sind gleich mal stehen geblieben. Auch immer gut. So, jetzt schicken wir hier mal die angeschlagene Kavallerie mal zum Scouten vor. Es wäre interessant zu wissen, wo die stehen. Denn wir müssen höllisch aufpassen, wir haben nicht mehr viel. Und wenn die Elefanten noch einmal in Raserei geraten... Unsere Einheiten wurden entdeckt. Ja, toll. Wo sind seine? Toll, dass unsere entdeckt wurden, aber ich habe seine noch nicht. Da auf dem Platz steht noch was. Da auf dem Platz stehen noch ein paar Stammeskrieger. Ich glaube, da ist aber kein Fernkampf mehr dabei. Das wäre gut. Der schwärmt jetzt aus, oder? Dann ziehen wir die Elefanten mal hier rüber. Da kommt auch noch eine Kavallerie dazu. Kriegselefanten! Na toll. Nein, hintenrum bitte. Ihr geht darum. So. Der feindliche General ist tot. Ja gut, wir haben den General. Sauber. So, wo ist denn jetzt meine andere Kavallerie? Kommen noch ein paar Stammeskrieger, die schon am Wanken sind. Kriegselefanten! So. Gut. Extrem teurer Sieg war das. 547 Mann verloren. Das ist total krank. Oh, scheiße. Oh Gott, ich habe einen afrikanischen Pikenier und eine libysche Infanterie ganz verloren. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Aber dafür ist die Fraktion jetzt vernichtet. Gut. Und ich habe noch eine Provinz eingenommen. Wie sieht denn das jetzt mit meinen Zielen aus? Beherrscht 4 Provinzen, aktuell 3. Wir sollen uns mit den Arevaci verbünden, mit Libyen Handelsbeziehungen machen und Diplomaten erforschen. Das
Das ist aber schon wieder teuer hier. Der Spaß. Also wir sollen Diplomaten erforschen. Wo ist denn das? Kostet 700. Naja, dann machen wir das halt mal. Dauert 3 Runden. Dann sollten wir mit den Arevaci ein Bündnis machen, die uns aber nicht mögen, weil ich einmal unerlaubt betreten habe. Okay. Komm, lass mich euch reden hören. Ich warne euch. Nee, die haben schon mal keinen Bock, überhaupt was mit uns zu machen. Genau, mit Libyen sollten wir Handelsbeziehungen aufbauen. Die mögen uns ja eigentlich, aber... Sprecht, mein Freund. Entlastet euch der Diplomatie, damit wir nach der Art einfacher, ehrlicher Männer zu einer Übereinkunft. Was bringt denn das Handelsabkommen? Das würde aber viel Geld bringen. Ah, das machen die nicht. Die Götter fordern zu Recht Demut von uns. Wir dürfen uns nicht. Ja, Kacke. Denn ich möchte das Geld noch aufheben aus einem Grund. Weil wir haben ja auch am Ende von Part 7 hier unten Iol an die Massesylia verloren. Und das würde ich mir auch gerne wieder zurückholen. Und hier haben wir eine Armee stehen. Der geht jetzt hier hoch. Denn ich brauche hier unten dann noch ein paar Söldner. Und hier ist auch nicht viel. Eigentlich ist das nur die Garnison von Sitifi, die unter aller Kanone ist. Und wir haben hier eine Armee, die nicht so ganz ohne ist. Ich glaube, wir hauen jetzt mal richtig auf die Kacke, holen uns hier noch einen Elefanten. Einen Skutarii-Söldner. Wir holen uns mal einen Elefanten. So einen Skutarii-Söldner. Und ich würde mir eigentlich auch gerne noch Skutarii-Söldner-Kaff. Auch interessant. Keltische, leichte Söldner-Kaff. Kriege ich in Afrika, wohlgemerkt. Söldner-Adelskavallerie. Die wäre natürlich auch cool, aber ich habe jetzt schon 1100. Der zweite Elefant, der reicht uns eigentlich schon. Und noch die einen Nahkämpfer hier. Ich überlege aber halt, ob ich noch diese italienischen Schwertkämpfer mitnehme. Was soll's? Nehmer. Und seine Bewegungsreichweite müsste eigentlich bis in die Stadt reichen. Das probieren wir jetzt aus. Ich mache nochmal einen Quicksave. Denn eigentlich sollte er hinkommen. Ja, sieht gut aus. Wir werden zwar erstmals unterlegen eingestuft, was ich aber jetzt eigentlich, oder ja, nicht unterlegen, aber ziemlich gleichwertig eigentlich, was ich gar nicht verstehe, denn unsere Armee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mit den zwei Elefanten drin und der Rest ist auch nicht ohne. Deswegen würde ich sagen, wir machen dann gleich im nächsten Part wieder mit einer Schlacht weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.